Willkommen zurück mit Simon auf dem Rathausplatz und den Tänzern. Hallo ihr lieben Tänzer, ich hätte da vielleicht eine Anstellung für euch. Die sind auch alle crazy, oder? Die sind alle ziemlich crazy. Wir gehen mal mit den Leuten reden. Hallo Jungs, könnt ihr nicht mal etwas Fröhlicheres vortragen? Vielleicht sind sie stumm. Ich denke, ich werde eine Minute zuschauen. Na, wenn es sein muss. Ja, aber ich möchte auch mich gern mal hier irgendwie persönlich mit einbringen. Muss ich mir das wirklich eine Minute lang angucken? Na, endlich. Das war's dann. Wie sollen wir nun weiter üben? Wir haben alle unsere Stäbe verbraucht. Tut mir leid, Malcolm. Macht erstmal Pause. Ich versuche derweil einen neuen Stab aufzutreiben. Krieg ich meinen Mauszeiger wieder? Ah, ich hab meinen Mauszeiger wieder. Hallo du Akkordeonspieler. Sag mal, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Guten Tag, mein Freund. Du kannst dir diese Höflichkeitsfloskeln sparen. Du hast nicht zufällig einen Stab für uns, mein Freund? Nein, habe ich nicht. Und ich wenn, dann würde ich ihn euch bestimmt nicht geben. Das ist nett von dir. Vielen Dank. Zum Geier, kann dich denn überhaupt nichts beleidigen? Bist du so traurig? Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich habe keine Geduld mit traurigen Tänzern. Hört ihr mir überhaupt zu, der Kerl? Na egal, wir versuchen mal das Brecheisen anzudrehen. Das wird ja eine Weile halten, ne? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Luftballon ist Blödsinn. Baseballschläger ist auch so eine Art Stab, oder? Ich bin nicht dazu bereit, jemanden anzugreifen. Doch. Gibst du das dem gleich den Typen da? Ich bin nicht dazu bereit, jemanden anzugreifen. Okay, die wollen keinen Stab. Egal. Oder? Das ist doch Schenken, oder? Gute Idee. Die sind viel zu blöd, um den Unterschied zu merken. Habe ich gerade irgendwas anderes angeklickt? Nee, ne? Entschuldigung, könnt ihr das hier vielleicht gebrauchen? Oh, danke schön, mein Freund. Hey Jungs, wir haben einen neuen Stab. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwas muss doch jetzt passieren, was ziemlich bekloppt ist. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Das wird ein klassischer Knockout. Okay, meine Freunde. Lasst uns beginnen. Hoppala. Kommt er auch wieder runter? Hallo? Aua. Schachmatt. Jetzt müssen wir schon wieder ein Werbeplakat aufhängen. Es sind bestimmt nicht mehr allzu viele Tanzlehrer übrig in dieser Stadt. Tanzus interruptus. Endlich ist Schluss mit diesem Krach. Wir haben also eine herrenlose Tanzgruppe. Die können wir doch gleich mal an den verkaufen. Ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen. Halt nicht, aber den... Nee, ich will den Baseballschläger wieder haben. Können wir das Akkordeon mitnehmen? Auch nicht. Ein gutes Beispiel für Überbevölkerung. Oh Mann. Ah, den Spruch muss ich mir merken. Vielleicht kann ich den irgendwo anders mal anbringen. Wo geht's hier hin?
Okay, das war der Rathausplatz. Kalypsos Laden kennen wir schon, Schloss kennen wir auch schon, Magiewettbewerb kennen wir. Drei Bärenhütte waren wir noch nicht. Leave this place, stay away, oh oh. Ich fühle mich beobachtet. Oh, hier ist ein Briefkasten. Guck mal den uns mal an. Vielleicht können wir ja. Da wirft der Postbote seine Briefe und die Kinder ihre Knallfrösche hinein. Wer sich jetzt gerade irgendwie an Butterfly-Effekt erinnert fühlt, der kann sich freuen. Dann mach doch das Ding mal auf. Mal gucken. Oh, ein Brief. Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Ich will den Brief haben. Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Scheiß Pixelarbeit. Hup. Hoffentlich war es Geld von der Oma oder so. Mal angucken. Da steht die Adresse der drei Bären drauf. Kann man das öffnen oder so? Geht das irgendwie? Wozu? Da ist bestimmt kein Geld drin. Doch. Na egal. Wir gucken uns mal die Tür an. Wir gucken uns die Türe an. All diese Kameras und Schlösser können nur eins bedeuten. Ich muss da irgendwie hinein. Genau. Indem du einfach die Tür aufmachst. Klar, ich zerreiße die Schlösser mit meinen bloßen Händen. Ja. Was soll dieser Blick? Ach. Das Schild. Diese Schilder erinnern mich an einen geizigen Enterich. Ja, das irgendwo auch. Das irgendwo auch. Da hat er recht. Diese Schilder erinnern mich an einen geizigen Enterich. Der sagt zu allen das Gleiche, also nicht so wirklich toll. Mit den Kameras können wir nichts machen, die Tür will er nicht aufmachen. Mann, er ist Zauberer, er wird doch wohl mit so ein paar Schlössern klarkommen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. McSchumpfling, in den Sumpf, will ich in den Sumpf? Na gut, da waren wir noch nicht, also gehen wir mal in den Sumpf. Und gucken, was wir da Schönes finden. Näher komme ich an diesen Sumpf nicht heran. Irgendein Trottel hat eine Mauer in den Weg gestellt. Na, aber sowas? Ich vermute, wir kommen durch den Abwasserkanal dahin. Aber da kommen wir nicht weiter. Das Detail bringt uns auch nichts. Können wir den nochmal ansprechen und vielleicht sein blödes Rätsel lösen? Willst du einen Ja? Schau mal in den Spiegel. Das war jetzt nicht so nett. Puh, was können wir jetzt noch so machen? Tja, Marktplatz, war da irgendwas? Eigentlich müssen wir in der ganzen Stadt nach Plakaten suchen. Ah, ein Plakat, ein Plakat, ein Plakat. Ein Plakat. Da sollst du nicht da runter, sollst du das blöde Plakat angucken, du Knallkopf. Die traurige Tanztruppe scheint einen neuen Tanzlehrer zu suchen. Aha. Nimm mit das Ding und zeig's dem Bino Bino. Hehehehe. Okay, da haben wir schon mal für den Kerl eine Tanztruppe engagiert. Das ist doch schon mal sehr, sehr günstig. Er ist, bla, wo war denn? Tätowierladen, da waren wir auch noch nicht. Ich gucke erstmal so einen Tätowierladen und dann gebe ich die Tanztruppe ab. Tätowierladen, aha. Hier ist noch ein Schild, das da können wir bestimmt nicht rein, weil der Typ nicht da ist. Aber wo der ist, wissen wir ja auch. Da steht, bin zurück nach der Mittagspause. Okay, die Leiter. Sie führt nach oben zum Verein der Verrückten. Können wir die. Na, ich gucke erstmal das Schild an und dann gucke ich mir den Verein der Verrückten an. Da steht VDV, Verein der Verrückten, und ein Pfeil zeigt nach oben. Benutze Leiter. Ja, dann gehen wir da hoch. Genau. Ja,
öffne natürlich die Tür und bleib nicht dumm davor stehen, du Knallkopf. Rein mit dir. Aha. Wir haben den Fliegenmann. Den Zwangsjackenmann, der scheint ein ganz normaler Verrückter zu sein. Den Fischmann und den Pfannenmann. Ja. Mal gucken, was die Herren so zu sagen haben. Erstmal gucken wir uns mal. Jeff Goldblum hatte damals ein besseres Make-up. Der Zwangsjackenmann. Der sieht bös verrückt aus. Ja, aber wir wissen wenigstens, wo wir das zu tun haben, oder? Also den würde ich mir nicht angeln wollen. Das würde ich auch vermeiden. Er trägt das neueste Lagerfeld-Küchenmodell. Das ist ja mal nicht schlecht. Der sieht doch sympathisch aus. Hallo. Sprechen wir. Hallo. Ich glaube nicht, dass er mich hören kann. Er hat ein Taubheitsgelübde abgelegt. Ein Taubheitsgelübde? Und wie kann ich mich ihm verständlich machen? Schreib deine Fragen hierauf. Die Jungs hier sind echt schwer verrückt. Was hat er? Ein Notizbuch. Na dann, benutze Notizbuch. Das habe ich bereits. Ach, benutze es ja. Benutze Notizbuch mit den Pfannenmann. Wir schreiben mal, Hallo drauf. Kein Grund zum Brüllen, ich bin nicht blind. Ach, das ist ja ein Taubheitsgelübde abgelegt, kein Schweigegelübde. Oh Gott, so ein Idiot. Warum trägst du eine Bratpfanne? Es bedeutet, dass ich das Oberhaupt hier bin. Nimm eine Broschüre. Scheinbar glauben die Jungs, dass eine Stunde Durchdrehen pro Woche den Stress abbaut. Das soll das Risiko des Alterswahnsinns reduzieren. Vielleicht ist da sogar was dran. Vielleicht wie kann ist ich da hier eintreten? Dran. Oh ja. Glücklicherweise haben wir eine freie Stelle als Breiträger. Breiträger? Ich will mir keinen Brei über den Kopf kippen. Ja, unser letzter Breiträger ist bedauerlicherweise auf Müsli umgestiegen. Wie hält eigentlich der Nachttopf da oben unter dem Bett? Dann besorge ich mir etwas Brei. Ich benötige noch, um Mitglied zu werden. Was macht denn ein Breiträger noch? Ich dachte, das wäre ziemlich eindeutig. Alles, was du machen musst, ist, dich mit Brei zu kleiden. Da bin ich mir sicher. Ach hey, wir müssen uns mit Brei bekleiden, na so ein Quatsch. Hat der Fischmann eine Aussage zu treffen? Entschuldigung? Guten Hering, mein Junge. Guten Hering. Guten Hering? Ja, ein wunderschöner Hering heute, nicht wahr? Ja, oh Gott, die haben doch alle einen richtigen Überschuss. Aber nicht unbedingt an Gehirnmasse. Nimm's nicht persönlich, aber bist du übergeschnappt? Ja, wundervoll. Der Dorsch scheint und kein Seebarsch in Sicht. Aber angeblich sollen aus dem Osten bald die Flusskrebse kommen. Du bist komplett verrückt, oder? Verrückt? Verrückt wie eine Forelle, mein Junge. Keiner ist so fischblütig wie ich. Oh Gott. Was ist mit dem anderen Rest hier? Was ist mit den anderen hier? Reden? Wir sind alle verrückt hier, weißt du? Es ist kein einziger Thunfisch unter uns. Aber sprich doch einmal mit der hohen Bratpfanne, wenn du möchtest. Wer soll das sein? Ein echter Hai würde das wissen. Wirklich? Und möge die Makrele mit dir sein. Ich bin sicher, sie wird. Oje. Möge die Makrele auch in der nächsten Folge mit uns sein. Ich verabschiede mich erstmal hier in den Altersruhestand und sage Tschüss.